Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide aus Patch 8.3 präsentieren. Und zwar geht es hier um ein Mount, was wir uns in der Invasion der Mugu im Tal der ewigen Blüten holen können. Und zwar können wir uns das Mount von einem Händler holen, indem wir ihm eine bestimmte Ressource geben. Und wie das läuft, will ich euch jetzt mal zeigen. Also ihr müsst als allererstes hier unten, wo ich bin, auf die Koordinaten 44, 75 laufen und dort habt ihr einen Händler. Ihr müsst da einmal hier in diese Höhle rein. Ich denke mal, wenn ihr hier schon mal Dailies gemacht habt, dürftet ihr das finden. Wichtige Information am Anfang. Ihr habt diese Invasionen hier und das Ganze seht ihr nur, wenn ihr die Story-Quest-Reihe gespielt habt. Wenn ihr hier einen neuen Twink ohne Story-Quest-Reihe herbringt, seht ihr das nicht. Heißt, ihr müsst die Story-Quest-Reihe in der Herzkammer so weit spielen, bis ihr hier im Tal angekommen seid und das seht. Sonst geht es nicht. Genau. Also, wir sind einmal hier im Tal, können dann mit ihm hier quatschen. Also, hier ist die Tür und er steht hier links, ne? Und das ist quasi der Rufhändler von der Fraktion hier einmal im Tal. Der heißt Zanku und das ist der Versorger der Rajani. Der hat einen Mount im Angebot, das heißt Kriegsschlange der Rajani. Das braucht keinen Ruf, also ihr müsst überhaupt keinen Ruf aufwenden, um es holen zu können. Und dementsprechend braucht ihr aber eine Materialie und die heißt Marklose Wolkenschlangenschuppe. Und wo wir die herbekommen, will ich euch zeigen. Also ihr braucht nur diese Schuppe, dann könnt ihr dementsprechend euch das Mount kaufen. Also, jetzt gucken wir, wo wir das kriegen. Und zwar müssen wir einen bestimmten Rare suchen und der kann die droppen und der ist ein bisschen versteckt. Deswegen zeige ich euch jetzt mal von hier aus, wie wir am besten hinkommen, weil sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Mir fällt gerade auf, ich habe euch das Mount gar nicht gezeigt, aber wir können es einmal uns hier im Compendium angucken. Haben tue ich selber leider noch nicht, hatte bis jetzt noch keinen Mount Luck. Also hier ist die schöne Wolkenschlange, die ist ganz in weiß gehalten. Ich hatte ja euch die Elfenbeinwolkenschlange schon gezeigt. Die sieht ähnlich aus, bloß ist die noch ein bisschen so im rosa Schimmer, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, also wir fliegen jetzt hier hinter und zwar haben wir hier einen Eingang, den kennen wir vielleicht schon von früheren Zeiten, beziehungsweise für die ein oder andere World Quest müssen wir da auch rein. Und zwar sind wir hier unten, Goulai Hallen heißt die, heißt der Laden, wo wir rein müssen und zwar ist das auf den Codes 23, 28, wo wir uns hier befinden und da fliegen wir einmal rein und dort ist nämlich unser Rare, den wir besorgen müssen. Wir müssen einmal hier nämlich geradeaus durch. Ja, schauen wir, nutzen wir das Flugmount noch ganz gut ab. Und falls ihr jetzt hier nicht wisst, wie ihr laufen müsst, ihr müsst auf diesen blauen, oder ja, hellblau würde ich mal sagen, hellblau-gräulichen Platten müsst ihr laufen. Hier bleiben wir kurz stehen. Dann laufen wir weiter. Wir wollen noch nicht von den Mugu weggehauen werden. Also ihr überlebt es auch, wenn ihr da gestunt werdet. Es ist aber halt nicht ratenswert, ja. Dann laufen wir einmal hier geradeaus runter. Und dann müssen wir wieder zurücklaufen. Und hier oben kann unser Mount spawnen, beziehungsweise unser Rare, der die Schuppe droppt, der wiederum uns das Mount gibt. Und zwar haben wir ihn hier schon. Rai Lun heißt der. Und den müssen wir unboxen. Der hat ein bisschen über 10 Millionen Life. Wenn ihr nicht sehr gut equipped seid, dann kriegt ihr den wahrscheinlich nicht solo down und solltet lieber quasi eine Gruppe für aufmachen. Und ja, den hauen wir um. Wenn er die Schuppe droppt, dann können wir die abgeben gehen und haben unser Mount. Ich habe jetzt mal, da ich leider noch nicht das Glück hatte, auf WoW Head rausgesucht, was er für eine Dropchance hat. Und zwar, ihr seht, hier haben wir den Rai Lun. Im Moment wird hier angezeigt 2%. Es sind noch nicht viele Daten da, das kann sich noch verschieben. Also es wird wahrscheinlich sich irgendwas zwischen 5 und 1% bewegen, die Dropchance. Im Moment hat sich es auf 2% Prozent eingepegelt, sind aber erst 5 Drops hier auf der Seite verzeichnet. Ich habe mir die Kommentare ein bisschen durchgeguckt, da haben mehrere Leute bestätigt, dass der Mob anscheinend eine ziemlich genaue Respawn-Zeit von 42 Minuten hat, also dementsprechend gar nicht so lange tatsächlich für diese Rares und wenn ihr ihn farmen wollt, dann könnt ihr natürlich auch immer hier organisierte Gruppen reingehen, Benutzer definiert und einfach nach Rai Lun suchen. Dieser Mob heißt im Englischen auch, genauso ist ein Eigenname, dementsprechend werdet ihr da vielleicht die eine oder andere Gruppe finden und könnt da reinjoinen. Wie oft könnt ihr ihn umhauen? Einmal am Tag und ja, das mit jedem Twink, wo ihr quasi hier das freigespielt habt. Wenn ihr das hier freispielen wollt, dauert halt so eine Stunde bis zwei. Ihr könnt diese Szenarien skippen, je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid, könnt ihr hier ranspielen und dann dementsprechend auch den Mob mitfarmen. Ich habe hier ein paar Addons, die euch das anzeigen, ob ihr das mit dem Char am Tag schon gemacht habt, beziehungsweise allgemein den Mob anzeigen. Und zwar ist das hier einmal Tomcat Tours und dann Vision of Ensot heißt das Zusatztool für Tomcat Tours.
beziehungsweise Handy Notes und Handy Notes Vision of Inzod tun es eigentlich dafür auch. Und ihr seht quasi mit Handy Notes hier diese Totenköpfe und mit, mit Tomcat Tours diese Sterne, die dann abgehakt werden, wenn ihr es habt. Und da seht ihr auch immer, was ihr für ein Loot kriegt. Geht für viele andere Items auch, unter anderem hier dann auch für das Mount. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Beziehungsweise ich bin auch im Streamen auf Twitch mittlerweile. Und dementsprechend ist das Ganze unten in der Infobox verlinkt. Tela_Guides heiße ich da. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.